Sprich, es ist die Frage, man kann sehr wohl die Genussdialektiken hochspannen, athletisieren, sublimieren, ausarbeiten. Aber das Imperativ des Gesetzes, des Befehls, des Konsum- und Ausscheidungszwangs, sprich die Sauberkeitserziehung, das Ananke, das sich daraus herleitet, zwischen Zufall und Notwendigkeit. Diese Notwendigkeit lassen sich kaum sublimieren und deshalb kommt dieser Warentausch-Imperativ des Objektes, dieses Du sollst des Gesetzes, so drängend und unaufschiebbar ins Spiel, dass dies eben nicht sublimierbar ist. Geld und Scheiße stellen keine Wunschproduktion, sondern eine zwanghafte Sauberkeitspflichterfüllung der Zwanglianer dar.